Bismarck hat mal gesagt, die Politik war eine große Forelle im Teich meines Lebens, die alle anderen Forellen aufgefressen hat. Politikerinnen und Politiker sind Menschen und nicht Maschinen. Und selbst Maschinen setzen gelegentlich aus. Macht es geil. Wow. Alles gut? Moin. 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 Krass persönlich. Ja, moin. Wenn die Grundstimmung positiv ist, dann merkt man, dass sie mal Moin sagen. Aber mehr kann man um die Uhrzeit auch nicht erwarten. Ab und an wird auch ein bisschen gepöbelt. Hallo. Hast du extra wegen mir heute Dirndl angezogen? Ach, das Schöne ist, wenn man zum Beispiel ganz viele Begegnungen hat, wo Leute kommen, die extra zum Beispiel nur zu einer Veranstaltung kommen und einem sagen, ich bin jetzt heute nur ihretwegen da, weil sie mir entweder geholfen haben, weil ich sie mal kennenlernen wollte. Sie erleben immer was Neues. Sie hüpfen von dem Thema Verteidigung zu Kindergärten, vom Wahlkreis. Oder Sigmar Gabriel ruft an und tobt, weil sie wieder irgendwas falsch gemacht haben. So, und das ist eine Vielfalt, die sie nirgendwo haben. Und das ist spannend und das ist aufregend. Politik machen muss man mögen. Es ist die Chance, mit sehr vielen Leuten zu sprechen. Es ist die Chance, etwas zu gestalten, etwas zu verändern. Es ging darum, eben nicht nur abends bequem im Sofa zu sitzen und zu meckern und so nach dem Motto, die da oben machen alles falsch, sondern das Schöne an einer Demokratie ist, dass man mitmachen kann und dass man die Chance hat, wenn man sie ergreift, es vielleicht anders zu machen. Ich würde das schon so sagen, dass ich aus einer tiefen Überzeugung in die Politik gegangen bin, nämlich diese Erfahrung, die ich damals in der Volksrepublik China gemacht habe, wo ich einfach gesehen habe, okay, Kapitalismus funktioniert auch mit einer Diktatur ziemlich gut und das finde ich problematisch. Deswegen möchte ich mich in Deutschland politisch engagieren, damit Deutschland nicht irgendwann mal so wird wie die Volksrepublik China. Wenn man dann nachts am Reichstag vorbeifährt, am beleuchteten Reichstag, denkt man sich, das ist auch der schönste Arbeitsplatz der Welt. Man kann sich kein schöneres Parlament vorstellen. Und auch eine Riesenehre natürlich, von den Menschen direkt nach Berlin geschickt zu werden. Ich ja, die Grünen nicht. Na, ich will die Welt verändern. Und die Gesellschaft, das will ich schon seit den 60er Jahren. Mein großer Wunsch war immer, mit dem Finger zu arbeiten. Du machst das und du machst das. Und wenn Sie die Möglichkeit haben, an einer Position zu sitzen, wo Sie die Richtlinien der Politik bestimmen, wo Sie die Richtung, die ein Land politisch gehen soll, bestimmen, dann ist das ein Großteil an Macht, die sie haben. Ja, natürlich hat man da Macht. Finde ich, ist auch überhaupt nichts Schlimmes. Das braucht man auch. Das ist sicher für viele ein Beweggrund, für mich nicht. Aber natürlich möchte ich gerne, dass vor allen Dingen, wenn mir was sehr am Herzen liegt, dass ich da dann auch was bewegen kann. Es gibt immer wieder Momente, wo sie auch Ohnmachtsgefühle entwickeln, weil sie entweder die Dinge nicht entscheiden können, weil andere die Entscheidungsgewalt und die Entscheidungsbefugnis haben. Es gibt immer wieder auch Rückschläge, wo sie das Gefühl haben, man lernt nichts aus den Erfahrungen heraus, gerade im Bereich von Sicherheit, von Konflikten. Das kann sehr frustrierend sein. Ich möchte nicht ewig lange Mitglied der kleinsten Oppositionsfraktion in einem Parlament sein, sondern ich möchte auch irgendwann mal, dass sich meine Partei an einer Regierung beteiligt und dass wir Regierungsverantwortung übernehmen. Und wenn man es dann tatsächlich schafft, sage ich mal, von der ersten Idee, vom Gedanken, von Diskussionen, in der Demokratie ist das ja auch alles sehr mühsam. Wenn man dann wirklich erste Lesung hat und dann spricht im Plenum und dann noch zweite, dritte Lesung und Abstimmung, Schlussabstimmung,
Und dann wird es umgesetzt. Und dann sieht man auch tatsächlich vor Ort, wie es in seinem eigenen Wahlkreis ankommt. Freue ich mich. Sie müssen, wenn Sie als Abgeordneter wirklich etwas bewegen wollen, auch in der Lage sein, ganz alleine gegen den Strom zu schwimmen. Sie müssen beharrlich sein und auch viel Kraft haben, ja, Gegenwind auszuhalten. Ja, so beharrlich sein ist nicht immer leicht. Ich muss mich da auch überwinden. Manche denken, der macht das gerne. Nein, nein, ich muss mich persönlich geradezu zwingen, ist vielleicht übertrieben, sagen, jetzt machst du das. Aber wenn ich es dann geschafft habe, dann bin ich zufrieden mit mir. Das ist erheblicher Druck. Es gibt den Druck natürlich auch, weil Sie mit Gegenkandidaten dort arbeiten. Der macht seine Pressearbeit, Sie müssen Ihre Pressearbeit machen. Die Partei kommt und sagt, du musst ein bisschen mehr nach draußen gehen, du musst mehr zeigen. Es ist auf jeden Fall schneller geworden. Also im Negativen natürlich, dass man, wenn man zum Beispiel für irgendwas angefragt ist oder auch von Ihnen und Ihren Kollegen und man kann das jetzt sofort in derselben Sekunde liefern, dann können Sie auch nicht eine Stunde warten, dann nehmen Sie halt einen anderen Kollegen. Wenn man jetzt mit Twitter, mit Facebook, WhatsApp operiert, dann hat man ständig, wenn man von A nach B fährt, hatte man früher auch mal eine Viertelstunde Pause. Oder man hat mal in der Zeitung geblättert oder im Pressespiegel. Das findet heute fast nicht mehr statt. Sondern Sie gucken immer, wer hat was geschrieben, wer will was. Es kommt immer noch dazu. Und das ist das, was es manchmal so verdichtet, dass Sie abends nach Hause kommen und sich einfach hinlegen. Also ich habe neulich mal gelesen, dass es eigentlich für die Gesundheit gut wäre, wenn man eine Stunde, bevor man ins Bett geht, nicht mehr online ist. So. Das geht mir seitdem nicht mehr aus dem Kopf, weil ich schaff's nicht. Also manchmal passiert es mir, ich denke immer, das ist irgendwie noch fremdgeleitet, dass ich das Handy irgendwo liegen lasse und dann einen halben Tag kein Handy habe oder einen ganzen Tag, wie vorgestern zum Beispiel, ist eine richtige Erholung. Aber trotzdem kann ich es mir nicht leisten. Ich muss erreichbar sein, sonst habe ich abends Mails, Anrufe, wo ich denke, ach Mensch, da hätte ich ja gleich reagieren müssen. Richtig ist, dass man als Politiker auch erreichbar sein muss und man muss die Informationen bekommen, die man braucht. Und da sind die neuen Medien, Twitter, Facebook, Internet, aus meiner Sicht weniger eine Belastung als eine Hilfe. Die Halbwertszeit von Informationen, von Ereignissen nimmt immer weiter ab. Die Dinge überlagern sich und es wird nicht nur für die Bürgerinnen und Bürger, sondern ich glaube auch für die, die in der Politik selber tätig sind, immer schwieriger, komplexe Strukturen zu überschauen und sie dann aber auch wiederum so einfach zu formulieren, dass also auch der Wähler sie noch verstehen kann. Also das ist das Problem, dass dadurch durch diese Geschwindigkeit auch keine verlässlichen Aussagen mehr über Politik gemacht werden können von Politikern. Und das spiegelt sich dann natürlich auch darin wider, wie wenig Politik und politischen Parteien dann vertraut wird. Moin! Na? Na? Wo wollt ihr mich hinhaben? Ja. Mich da einfach hinstellen, ne? Ja. Wunderbar. Moin! 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 Uns geht es darum, dass die Maklergebühren von dem gezahlt werden, dem die Wohnung gehört und nicht von dem, der sie mietet. Ich habe in der Politik lernen müssen, dass es vor allen Dingen darauf ankommt, Botschaften zu vermitteln, zu transportieren,
Menschen zu erreichen, Vertrauen zu gewinnen. Das sind andere Anforderungen als diejenigen, die an einen tüchtigen Beamten an seinem Schreibtisch gestellt werden. Das sind ganz andere Anforderungen als diejenigen, die an einen Wirtschaftsführer gestellt werden. Ja, ich wüsste jetzt kein Beispiel, wo das so extrem ist. Denn Sie haben ja immer die Situation, dass eine Arbeit, die Sie machen, von der Opposition oder von dem Gegenkandidaten nach unten gedrückt wird. Sie kriegen ja keine Achtung für die Arbeit, sondern Sie sind eben der andere, Sie sind der Konkurrent. Das ist in der Kunst sicherlich nicht so, dass man schlecht über die anderen redet. Das ist in der Wirtschaft nicht so, dass man schlecht über den Konkurrenten redet, zumindest nicht in dieser Art und Weise, aber das macht man in der Politik. Und das ist auch, was mich sehr überrascht hat, sehr auf, also wirklich sehr auch auf persönliche Demütigung und so ausgelegt. Ja? Also da geht es nicht mehr um einen Kampf der besten Ideen oder irgendwelcher Konzepte oder sonst irgendwas, sondern da geht es dann wirklich am Ende des Tages nur noch darum, die Leute blöd dastehen zu lassen. Ich glaube, dass der Wettbewerbsdruck nicht nur untereinander, sondern auch im, durchaus im medialen Bereich so erheblich ist, dass häufig ja, die verkürzte Aussage, wie man so schön sagt, die knackige Aussage, die aber teilweise wenig Inhalt vermittelt, eher transportiert wird, als wenn Sie etwas substanzieller oder substanzierter nachdenken. Wenn ich jetzt irgendwo anrufe und sage Politiker, also bei Medienvertretern und sage Politiker XY ist doof, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwie gebracht wird, eine Nachricht wird, irgendwie 10-mal größer, als wenn ich sage, ich würde Ihnen mal gerne erklären, warum die Vorratsdatenspeicherung schlecht ist. Und das heißt, es gibt auch so ein absurdes Anreizsystem für Politiker, sich gar nicht mit Themen beschäftigen zu müssen, weil es überhaupt nicht notwendig ist, um in der Öffentlichkeit präsent zu sein. Wenn man in der Öffentlichkeit arbeitet, um öffentliche Zustimmung zu erreichen, dann muss man auch damit rechnen, dass man stärker im Brennpunkt der Öffentlichkeit steht und damit dann einen Teil der Privatheit verliert. Wenn du einmal in der Öffentlichkeit stehst, dich daran gewöhnt hast, dann stört dich das natürlich gelegentlich, aber ein bisschen genießt es ja auch. Wir machen dann großen Aufwand, wenn der Minister kommt. Und wenn wir dann unter einer Stunde nur da sind, das finde ich auch unhöflich denen gegenüber. Er mach mal das, entweder wir machen das Fachgespräch kürzer oder er muss halt eine halbe Stunde länger da bleiben. Das müssen wir ihm ja nicht vorher ankündigen. Ein Minister in Berlin, der arbeitet die Woche über. Und am Wochenende erwarten die Menschen im Wahlkreis, dass er für sie erreichbar und verfügbar ist. Denn sie haben ihn ja gewählt und haben ihn mit ihrem Vertrauen ausgestattet. Ein Politiker muss damit leben, dass viele politische Events und Aktivitäten in den Abendstunden stattfinden. Und dann zwischendurch im Büro und dann hetzt du dorthin und dann ist dort ein Treffen angesagt und dann sollst du dort eine Rede halten und das muss ja auch alles vorbereitet werden. Das heißt, es ist ja nicht so ein bisschen langweilig in dem Sinne, dass man von früh um 9 bis um 17 Uhr im Büro sitzt, sondern jeder Tag verläuft anders. Das ist sehr stressig, gerade für alte Männer wie mich. Ich bin jetzt zum Beispiel im Wahlkampf, aber auch sonst an manchen Tagen 12, 14 und mehr Stunden unterwegs. Wenn nicht gerade Wahlkampf ist, dann im Bundestag, auf Veranstaltungen. Aber logisch, ich meine, das ist ja in vielen Berufen so, würde man sich wünschen, dass der Tag mehr als 24 Stunden hat. Noch dazu, weil bei uns halt auch die Wege anders sind. Wenn ich in Berlin Termine mache, dann mache ich halt eine ganz andere Taktung. Wenn ich hier in Bayern Termine mache, dann fährt man dazwischen oft schon 2-3 Stunden. Das sind ja keine Ausnahmen. Für mich als Fraktionsvorsitzender ist mit das Anstrengendste die Leitung der Fraktionssitzung. Dann muss ich natürlich zu bestimmten Gelegenheiten im Bundestag reden. Darauf muss ich mich auch vorbereiten. Also ich will nur sagen, ja, das ist ein Stressjob. Man ist in einer eigenen Welt.
Und die Abgeordneten, die nicht in Berlin zu Hause sind, die sind sehr häufig nicht nur konzentriert, sondern fast ausschließlich in diesem ganzen Regierungsparlamentsbetrieb drin, schon weil sie zeitlich so eingebunden sind, dass man schon, wenn man dann darüber nachdenkt und reflektiert, sieht, man ist in einem Glaskasten oder in einer, unter einer Käseglocke. Wenn man sich nur noch innerhalb der Käseglocke Berlin bewegt, verliert man häufig das Gefühl für die Lebenszusammenhänge. Und um beurteilen zu können, wie sich beispielsweise Soldatenfamilien fühlen, wo der Mann oder die Frau über Monate abwesend ist, wo sie eben ständig Trennungszeiten haben, müssen sie das selber auch erfahren und nicht nur theoretisch darüber reden, sondern eben aus der Lebenserfahrung heraus. Ich bin nicht der große Philosoph. Also ich bin da nicht einer, der stundenlang drüber nachdenkt, sondern man muss es nehmen, wie es kommt. So, es macht auch keinen Sinn. Gestalten kann ich es nicht. Ich kann nur gucken, dass es für mich erträglich wird. Das heißt, dass die Büros so funktionieren, wie ich es gerne hätte, dass mein Umfeld so funktioniert, dass ich mir Strukturen schaffe, in denen ich leben kann. Wenn man einmal gewählt ist, ist es eine ganz tolle Sache. Aber nach 4 Jahren steht man wieder da. Und nun stellen Sie sich vor, Sie sind Lehrer, Sie sind irgendwo im öffentlichen Dienst und müssten nach 4 Jahren wieder dann an Ihren kleinen Schreibtisch zurückkehren. Das ist eine sehr schwierige Situation. Und manche sind auch nicht damit fertig geworden. Sie haben zwar gerade aus dem öffentlichen Dienst das Rückkehrrecht, was einem Freiberufler nicht gegeben ist. Ein Handwerker hat in der Zwischenzeit seine Kunden verloren, wenn er einen mittelständischen kleinen Elektrobetrieb oder sonst etwas hat. Und die Kunden sind woanders, weil der Chef nicht mehr da ist, auch die Zeit nicht mehr hat. Das heißt, sie sind schon getrieben, sie sind gedrückt. Dann auch auf Teufel komm raus, auch die 2. Legislaturperiode zu machen, um dann auch eine gewisse finanzielle und lebensmäßige Absicherung zu haben. So eine Partei ist ja davon geprägt, dass es unglaublich viel soziale Interaktion zwischen verschiedenen Gruppen gibt, damit es überhaupt funktioniert. Und da muss man extrem viel Zeit investieren. Ich fühle mich auch 24 Stunden so, dass man immer das Gefühl hat, was tun zu müssen, beziehungsweise da helfen zu müssen. Ihr Leben ist Politik. Dann mal in die Oper, mal ins Theater, natürlich mal die Familie, mal ein bisschen Urlaub, aber immer wieder zurück in die Politik, in all diese Mechanismen. Und du nimmst ihnen ein Stück das Leben, wenn du ihnen das entziehst. Das heißt, sie haben überhaupt nicht die Zeit, sich ein zweites Standbein aufzubauen, wenn sie Spitzenpolitik machen wollen, wenn sie irgendwie wieder aufgestellt werden wollen, wenn sie weiterhin in einem Parlament sein wollen. Und dann stehst du plötzlich vor der Frage, unbekannt zu werden. Weil es geht ja ganz schnell, wenn du raus bist, dann vergessen sich die Leute und die Jüngeren kennen dich noch gar nicht und die lernen dich auch nicht kennen und so weiter. Das wird ihnen keiner und keiner zugeben, aber ich sage, es spielt schon eine Rolle, dass die natürlich auch darüber nachdenken, plötzlich keine öffentliche Person mehr zu sein. Das habe ich halt auch schon von Mitgliedern von anderen Parteien gehört, dass das teilweise dann ziemlich bitter ist. Wenn Leute im Grunde genommen ihr einziges Standbein darin haben, eben Berufspolitiker zu sein, also gerade bei dann irgendwelchen Hinterbänklern, die dann aufgrund von Prozentverlusten oder so nicht mehr ihr Mandat haben oder weil sie nicht mehr aufgestellt werden und die stehen dann vorm Nichts. Wer schon mehrere Legislaturperioden im Bundestag ist, ist manchmal nicht mehr resozialisierungsfähig, weil eben die Situation so ist, wie sie ist. Es gibt ja Leute, die sagen, es gibt Polit-Junkies. Ich will kein Junkie sein und war auch nie einer. Aber natürlich hat das auch so ein Potenzial. Jeder Politiker, der voll drin ist und das leugnet, der sagt nicht die Wahrheit. Alles in unserem Leben hat ein gewisses Suchtpotenzial. Das sind nicht nur die Spielhöllen. Andere schnüffeln am Benzin oder am Klebstoff.
Wieder andere essen gerne Schokolade. Ja, schon ein sehr hohes Suchtpotenzial. Das glaube ich schon, ja. Man ist da schon sehr schnell und auch sehr begeistert angefixt. Und wenn man das nicht ist, kann man es aber auch nicht machen. Und deshalb ist für mich immer der Spruch maßgebend, dass man zwar das, was man tut, mit Leib und Seele und voller Kraft machen soll, aber dass man selbst nicht davon abhängig sein darf und werden darf. Ich würde das natürlich leugnen, aber das tun ja alle, die süchtig nach irgendwas sind. Kollegen, der mit seinem Körper keinen Schindluder betreibt. Ich denke, das tun alle. Dass man zu viele Termine hat, zu spät ins Bett geht, zu spät isst. Ich habe, glaube ich, die ganze letzte Woche keinen einzigen Abend vor 10 oder 11 zu Abend gegessen. Und das ist auch nicht gesund. Richtig ist, dass derjenige, der wie ich sehr viel arbeitet und in der ganzen Republik unterwegs ist, gerade jetzt im Bundestagswahlkampf, gar nicht Zeit und Gelegenheit hat, über die eigentliche gesundheitliche Situation nachzudenken. Aber warum soll ich jetzt von morgens bis abends darüber nachdenken, wie es mir geht oder wie es mir möglicherweise anders gehen könnte? Ich kenne die Diagnosen, die sind nicht besonders erfreulich, aber desungeachtet liebe ich das Leben und meine Arbeit auch. Politik ist nicht mein Leben, aber sie ist ein wichtiger Teil meines Lebens. Das ist mit viel Arbeit, mit vielen Belastungen und Entbehrungen verbunden. Aber ich mache es auch wirklich gerne. Politik ist für mich mehr Freude als Belastung. Es gibt nichts, was ich lieber machen würde. Ich habe im Juli, also vor gut einem Jahr, erfahren, dass ich an Prostatakrebs leide. Und da war für mich eigentlich die entscheidende Frage, kannst du das noch vor der Wahl so klären, dass du wieder gesund bist? Sonst hätte ich nicht kandidiert. Ich habe auch während der Behandlung, an keinem Sitzungstag gefehlt. Ich war in allen Sitzungen auch anwesend. Ich wollte einfach das Leben genauso weitermachen und ich glaube, das hat mir auch eine Kraft gegeben, auch die einen Anteil daran hat, dass ich die Krankheit überwunden habe. Also es ist offenkundig so, dass Politikerinnen und Politiker oft ihre Krankheiten verdunkeln, nicht zeigen, nicht dazu stehen und dass sie sogar kurz nach dem Krankenhaus öffentlich unbedingt auftreten müssen, und zwar so, dass sie auch gesehen werden, möglichst noch vom Fernsehen und so. Und zwar steckt dahinter eine mir allerdings völlig fremde politische Überlegung, dass man als Politikerin und Politiker beweisen muss, dass man immer funktioniert. Und wenn das passiert, dass sie sozusagen zurückfallen, dann wollen Sie das nicht wahrhaben, vor sich selber, aber auch vor der Öffentlichkeit. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Kollegen. Ich habe schon nach wenigen Sätzen gemerkt, dass irgendwas los ist, ja, dass ich den Faden verloren habe. Und ich sage es mal ganz ehrlich, es war eine grauenhafte Situation. Da habe ich versucht, wieder anzufangen. Ich hatte den Redetext, aber spreche normalerweise frei. Habe mich dann versucht, irgendwie da durchzufummeln. Und es war ehrlich gesagt der schlimmste Moment in meinem Parlamentsleben. Ja. Von dem Moment ab, wo ich in der Reha war, habe ich gesagt, das kann nicht das Ende sozusagen meines beruflichen Lebens sein. Dann habe ich schwer daran gearbeitet, wieder in die Senkrechte zu kommen. Wenn eine Politikerin oder ein Politiker krank wird, beginnt sofort die Diskussion über die Nachfolge. Und es liegt vor allen Dingen immer an den anderen Politikerinnen und Politikern, die glauben, bei einer Erkrankung
eines Kollegen oder einer Kollegin ist die Zeit gekommen, doch mal sich selber in Stellung zu bringen oder dafür zu sorgen, dass ein Dritter einen in Stellung bringt. Das heißt, es gibt, habe ich im Laufe der Jahre festgestellt, ein tiefes Misstrauen auch bei Politikerinnen und Politikern. Und zwar gar nicht so im Verhältnis zu anderen Parteien und anderen Fraktionen oder dem Gegenüber, sondern innerhalb der eigenen Reihen. Es gehören auch immer wieder Eitelkeiten dazu von Menschen, die die Schwäche des anderen dazu benutzen, um sich zu profilieren. Es menschelt eben auch in der Politik an allen Ecken und Enden. Mir ging es Montag vor einer Woche wahrlich nicht gut. War mit dem Sehen nicht so doll und mit dem Laufen auch nicht. Zweieinhalb Jahrzehnte haben dann Wirkung. Wenn der Motor immer auf Hochtouren läuft, dann macht sich manches bemerkbar. Schwäche ist immer dann auch etwas, was die Wählerinnen und Wähler davon überzeugt, dass du nicht der Richtige bist. Der ist ja zu schwach. Wenn er schon nicht mehr sich vertreten kann, wie soll er denn dann uns vertreten? Also eine gewisse Stärke erwarten auch Wählerinnen und Wähler. Auch eine gewisse Durchsetzungskraft erwarten Wählerinnen und Wähler. Ich bin ja an sich ein sehr beherrschter Mensch, aber ich verhehle nicht, dass mir das alles sehr schwer fällt. Denn wenn ich vorhin gesagt habe, Politik aus Lust und Leidenschaft, dann ist das mein Leben. Wenn ich es jetzt aus Sicht einer 35-Jährigen sehe, dann hoffe ich natürlich, dass ich irgendwann freiwillig aufhören kann. Ich habe aber auch die Parole ausgegeben, sollte das mal nicht der Fall sein, dass wir dann uns gegenseitig eine auf den Deckel hauen im Kollegenkreis beziehungsweise von der Familie, die auch gebeten, mir das dann mal unmissverständlich klarzumachen. Ja, darüber habe ich mein ganzes Leben lang nachgedacht, weil der Ruhestand natürlich ein wichtiger Teil des eigenen Lebens ist, so wie die Ausbildung, Erziehung und auch der Beruf. Aber ich glaube, es wäre keine gute Idee, wenn ich jetzt über meinen Ruhestand philosophieren würde. Denn ich möchte ja eigentlich gerne bei der Bundestagswahl ein neues Mandat erhalten für weitere 4 Jahre Politik. Na, ich träume manchmal solche Träume. Also von einem Leben auf dem Land mit Tieren. Das hatte ich eigentlich geplant für meinen Ruhestand. Aber wenn ich ehrlich bin, wird das selbst dann, wenn ich nicht mehr im Bundestag bin, nicht klappen. Haben Sie mit Kollegen ein paar? Jo, schönen Tag. Tschüss.